Ja, ich würde sagen, nach den letzten vier Abenteuerfolgen können wir mal eine ruhigere Folge machen. Symbolisch gesprochen. Oder bildlich, wie man es nimmt. Ich habe schon ein bisschen aufgeräumt und Zeugs. Waffen craften wir nachher zusammen. Wieso habe ich jetzt zwei Kitty Heads? Eine hätte doch gerade. Oh, warte mal, sind beide augmented? Und dann weg damit. Einmal reicht die TV-Helm. Ja, ich frage gar nicht, was holt die auf? Sieht eigentlich aus. Cool. Und damit. Der ist auch, das ist auch. Das weg und das weg. Das weg. Waffencraften wir nachher ein bisschen zusammen. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Immun gegen Sauerstoff. Oh, nicht schlecht. Und der Rest der Waffen, die machen wir nachher. Die irgendwo tragen? Ich will nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Rollenpanne. Ja, wird einfach. Wenn wir schon hier sind. Wir haben ja jetzt quasi Bienen. Irgendwo. Da. Dann kriegst du sowas hier. Und jetzt kommt gleich automatisch 12 Millionen Termiten nehmen wir an. Denn Advanced Frames hat man ja keine. Genau. In der Zwischenzeit schauen wir uns nochmal fix an, wie es aussieht, wenn ich. Hier irgendwo. Schneeball weg, danke. Von solchen Systemen halte ich jetzt hier eine Lootbox. Yay! Was nehmen wir denn? Module, klingt immer gut. Wow, das war aber richtig lohnenswert. Und die Lootboxen für irgendwo. Ja, ist gut, weg jetzt hier. Crunchy Evil Chick, schon wieder. Noch eine sinnlose Waffe. Tier 2,4. Naja, können wir später zusammen craften. Ich wollte Advanced Plastik herstellen, dafür brauche ich Seide, Silk, was auch immer. Wo auch immer ich das umarbeite. Hab ich schon wieder vergessen. Warte mal, im Kurzformat, danke. Hier nicht. Silk. Hier brauchen wir Silk Fiber. Wo haben wir davon einen Großvorrat? Oben in der Kiste nehme ich an. Im Haus, danke. Irgendwas Neues haben wir auch schon gecraftet. Ach ja, den Combustion Dingsbums, den größeren Generator. Ja. Nehmen wir nur Cotton Fiber, aber egal. Stellen wir Cotton her. Wieso haben wir jetzt keine Silk Fibers mehr? Ausgerechnet die haben wir jetzt natürlich nicht. Ein bisschen was an Ernährung schon mal produziert und so. Noch eine Option? Ich habe jetzt 40. Echt, über 40. Alkoholvorrat da unten schon mal mit einer Kiste weiter erweitert. Dann können wir ja mal gucken. Wird dann jetzt nicht viel passieren, wenn wir uns nicht unterwegs bewegen, ne? Aber trotzdem. Still fresh, ja, ja. Rare, still fresh. Ist noch nie so ganz das Wahre. Die Mitte. Geht zum Schokoladenlikör. Braucht noch viel Zeit, geht klar. Weg hier. Für dich setzen jetzt mal den. Das kann jetzt wieder so. Blablabla, Gas sind nicht für sich. Wurstdorf, was auch nicht. Die. Oh Gott. Das ist scheiße mal aussortieren, ja. Jetzt habe ich zwei von der Sorte sogar schon. Jetzt geht's rund. Jetzt war auch gleich noch. Das alles nicht. Das alles nicht. Die Iron Crawley auch nicht. Ich glaube auch nicht, das noch. Das wollte ich offscreen machen, oder? Hat ich da niemand was gesagt? Ich glaube schon. Oh, danke. Drei von der Sorte. Und zwei, was dran ist das? Leuchtet. Ein Sternchen. Boah, das hat sich immer gelohnt. Und dann können wir jetzt mal anfangen. Der Generator steht. Wir könnten ihn auch mal anschließen an die Batterie. Wäre eigentlich schlecht. Ich weiß nicht wie. Von Rot nach irgendwas. Wird schon passen. So. Im Moment erzeugst du gar nichts, weil da nichts ist zum Erzeugen. Aber wenn ich dir jetzt was geben würde zum Erzeugen, zum Beispiel Öl, dann machst du Strom. Jetzt nicht die Welt, aber egal. Und die Dingsbums weiter brauchen wir.
Und ich wollte immer noch Silk herstellen. Aber Silk Fiber. Wo auch immer die waren. Im Haus nicht. Und hier kommt eindeutig nicht genug heraus. Weil sonst kann man kein Plastik machen. Ist das anstrengend. Hier nicht. Hydroponic Tubing möchte ich auch herstellen. Darum ging es mir nämlich. Deswegen wollte ich gerade Plastik. Selbstwässernde Bewässerungsdingsbums. Das klingt doch mal interessant. Dann nehmen wir die jetzt mal hier raus. Das können wir sowieso kleiner. Dankeschön. Hätten wir nämlich auch da mal ein bisschen Ruhe. Aber selbstbewässernde hydroponische Scheiße testen wir jetzt aus. Habe ich das laut gesagt? Nein. Später. Hier nicht, da nicht, gar nicht. Was war das? Achso, das Schild. Ja, Rüstung werden wir gleich ablegen. Ist das schlimm. Backhaus, auch noch. Ganz anderen müssten wir umsortieren hier. Oh Gott. Muss ich jetzt raten, wo der Mist ist, oder? Crunch Evil Shake ist noch was anderes. Achso, läuft der Hase. Mhm. So, wie war das jetzt? Ich soll die einmal tillen, dann habe ich vollautomatisiertes Selbstbewässerungsdingsbums-System. Sehr gut. Was machen wir da rein? Eigentlich Verschwendung für die drei Kaktus. Ne? Hops. Klingt durchaus nach einer guten Idee. Was denn ernsthaft? Wir brauchen auch noch ein bisschen kleines Plastik, sobald wir genug Silk haben. Es gibt keine Silkfiber auf Pflanzen, keine Silkpflanzen. Dann haben wir auch mehr als genug dann gesehen. Gehen wir ein bisschen ins radioaktiv verstrahlen. Kann ich die Mutter-Wisk-Silk verwenden oder so. Die Pflanzen wachsen auch mal so langsam, das ist schön zu wissen. Da hinten sind neue Hühnerchen geschlüpft. Nächstes nicht, also nur die alten, die jetzt mal was zu fressen bekommen haben. Könnt ihr immer langsamer wachsen werden. Ich habe euch doch schon Fleisch gegeben, ich habe halt nicht so viel. Esst es halt auch. Immer nur einer. Die anderen müssen zugucken. So ist das in der Natur. Stärkst du einen Gewinn oder so ähnlich. Aber. Ich muss mich ja nicht mal setzen durch die automatischen Lichter hier. Automaten noch an der Stelle. Geil, da war noch eine. Da war noch. Ich werde das mit dem Umbauen, ne? Kriegen wir nicht. Ah klar, habe ich gesagt. Was Milch kann man auch irgendwo. Achso, und jetzt können wir Ultra Feed übrigens machen. Und Superior irgendwas. Bin schon gespannt, was wir daraus dann machen können. Zucker. Oh, na, das ist nun nicht das ganz große Problem. Doch, ist es. Zucker haben wir schon geerntet. Das wird jetzt wieder eine Weile dauern. Die Bughives könnt ihr immer hinstellen. Wieso wächst hier eigentlich ununterbrochen was nach, wo wir nur die drei haben? Da ist unser Flufflo gerade gewachsen. Sehr schön. Du machst dann Scorch Krone. Sobald du irgendwann mal was kriegst. Und jetzt das nächste Ei reinschmeißen. Haben wir noch irgendwo mehr welche? Wissen wir überhaupt, wie die aussehen? Und wo die sein müssen? Sag mal, wie viel von den Dingern habe ich denn hier im Inventar? Das gibt's doch mal. Siften gleich. Kleine Aufräumfolge quasi. Haberlights, okay. Ja, ja, ist klar. Alles klar. Schönes Nerven im Piano für mich alleine. Das muss man ansetzen jetzt hier. Irgendwo müssen sie irgendwann hin. Wo steht denn noch nichts mehr? Zwei Steine mit, nicht blöde. Wir sind wieder woanders. Oh, die passen so da gar nicht hin. Da müssen wir kurz
den hier machen. Dass das immer so kompliziert sein muss. Jetzt passen die wieder mehr rein, oder? Nicht wirklich. Oh, die passen. Denn das Beehive-Zeug hatten wir nämlich so genüge. Hier muss man etwas brauchen hier eigentlich. Titanium haben wir nicht. Die Strips wären cool, aber das verbraucht jetzt bloß Material, das wir anderweitig brauchen. Ist das Schnelllaufzeug? Silk. Juhu. Nicht gleich so viel. Silk und Plastikpolymer. Schwefel. Gucken wir das nicht mal aus Milch oder so herstellen, machen wir das woanders. Ich gucke mal da oben. Wahrscheinlich habe ich hier die Milch und da oben dann das Gerät, mit dem ich aus Milch. Das Labor müssen wir auch mal gucken. Hey, gucken, hey, ihr wisst schon. Habe ich das gerade extra gesagt? Ja. Das kindisch? Ja. Macht Spaß? Ja. Ach ja, und den, was ist das? Müsste noch eins haben, kein Titanium. Also gehen wir ernten. Das hatten wir schon mal vor, glaube ich. Da wollte ich bloß mal kurz angucken, was es auf dem Planeten für Dingsbums gab. Nur mal kurz gucken. Habe ich mir gedacht. Nur mal kurz gucken. So, Graphen und Silikon machen wir ständig für den Silikonmord. Also kommen die jetzt mit hier rein. Die Bahn kommt sowieso hier rein. Das Ohr nicht. Das lohnt sich gar nicht, das da abzulegen. Prism Charts gehen jetzt hier rein. Das Magnesit kommt in die andere Kiste mit rein. Na gut, kann ich mal rein. Mir aus doch. Haben wir da so einen Scheiß irgendwo hier? Hier. Das sind diese Antikava, die wir auch mal hier heißen. Den Zonen, der ganze Quatsch, der gemoddet ist. Achso, und wir können die Teile auch gerne mit hier reinholen. Jetzt, wo ich sie schon mal sehe. Denn wir werden in nächster Zeit kein Mac bauen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schon gar nicht bei den Preisen, die das hat. Ist noch was? Anblumen, Dingsbums, kann hier rein. Wahrscheinlich kriegt daraus irgendwas Plastik noch einmal. So, wir haben auch kein Schwefel oder so drin. Gut, dann rein mit dem ganzen Scheiß. Das ist ein Advanced Processor, sehe ich gerade. Das war jetzt wieder falsch. Also, so rum. Alles rein, 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 rein. Das vielleicht nicht, das ist Treibstoff. Rein. Jede Menge Alkohol, warum nicht? Honeybee, zum Glück haben wir noch so einen Teil. Das Powder haue ich da jetzt nie rein, wir wissen, dass es nicht klappt. Jetzt können wir nochmal die andere Kiste mit rein. Ja. Und dann hatten wir noch so ein Dingsbums hier. Basic Frame. Irgendwo. Irgendwo hat mir da. Perfekt. Da setzen wir schon mal die Viecher rein. Ich weiß, was machen. Da. Eine. Ne, das war die Drohne, die Königin oben in so. Basic Frame. Weg mit euch. Das ist schon mal schön. Bee Silk. Learn to craft, ne? Basic Frame. Apiary Station, wo ist die? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich im Inventar. Yep. Dankeschön. Achso, wir könnten. Oder? Was meint ihr? Da ist schon wieder ein wild gewordener Elch in der Höhle. Und weil es
Bienen sind. So, geht. So, leuchtet. Reicht mir. Die Runde leuchten. Lass mal ein bisschen blau leuchten. Auch schön. Lichthammer. So, wir brauchen Basic Frame. Was brauchen wir dafür wieder? Der ist noch nicht schlecht. Später, später, später. Proven Frame, aha. Okay. Assemble. Tungsten Beasel. Okay, ist ein bisschen teuer. Golden Wood haben wir nicht, aber okay. Dann haben wir Proven Frame noch rein. Wir setzen den anderen gleich mit. Einmal so. Und du kriegst einmal den hier. Die eigentlich extrahieren, die meins. Das wäre dann wenigstens noch so ein bisschen sinnvoll. Was brauche ich für die Batterie oben? Das machen wir jetzt auch mal gucken. Für die größere. Der Generator outputet was zum Geier. Will ich gar nicht wissen. Schon die Etage ist halt oben. Oder nicht hoch genug, wie man es nimmt. Titanium muss man nicht haben. Der Rest wäre das geringste Problem, nehme ich an. Plus minus eine Tune oder so. Was wir auf irgendeinem Planeten mit Sicherheit finden würden. Mal jetzt hier irgendwas, was wir. Achso. Da-dam, bam, bam, bam. Brauchen hier nichts doppelt. Gar nichts. Dann nehmen wir die Sortierfunktion. Ich muss aufpassen, dass hier noch Ordnungs drin sind. Das wäre dann kritisch. So, ich bin langsam mal voll der Mist. Bisschen Research nehmen wir mit auf Make. Doch kein Energieproduzent. Andererseits ist es sowieso. Ja, acht. Was soll der hier schon groß produzieren? Was denn, warte. Vorwärts. Bringt das gar nichts, dann haben wir eine Weile hier was ein. Irgendwas. Kiste her. Auch noch was zum Ablegen. Was brauchen wir hier eigentlich? Titan. Was ist das Mist? Für alles brauchen wir das, was wir nicht haben. Klonik ist da. Aha. Plastikpolymer. Auch das war's, was wir mit Milch herstellen können. Ist schon hergestellt, weil. Das haben wir später sowieso. Alien Juice. Oder zweimal Silk. Geht klar. Alles ganz cool. Green Glowing habe ich noch gar nicht gemacht. Propulsion Strip. Elektromagnet, Silikon. Alles viel zu teuer. Meine Nase läuft. Ich spüre es schon. Jetzt haben wir tonnenweise den Mist, den wir gar nicht brauchen. Ach ja, ich wollte noch die anderen Wasser Dings da. Ums da. Neue. Ja, gut. Schön, dass ich dran gedacht habe. Jetzt noch ein bisschen Zucker. Keiner weiß wofür. Ist das nicht schön? Luffalo hat schon irgendwas produziert. Ich denke, das wollte ich auch nicht weg. Quark, ich habe aber auch. Sammeln wir halt noch was ein, warum nicht? So, Seeds. Einer. Immer hin und her laufen. Hoffe es nicht. Das. Das nicht. Das sind den A-Sequenzen dauert so eine Weile. Die geben uns auch noch auf. Goal. Hier, Spaß. Die nicht. Die müssen wir unten mal langsam nehmen. Dankeschön. Jetzt sind die langsam genug von dem Scheiß. Die wird eh automatisch gewassert, also.
Granaten von mir aus. Die restlichen hier rein. Zack. Hopfen. Ja, Hopfen, Hopfen, Hopfen. Ihr wisst schon. Ich hab's ja richtig gesagt, also was rege ich mich auf? Gelernt, wie man herstellt. Also. Feathercrown, ich mache mal 1, 2, 3, 4 oder so. Das kann weg. Saplings, Saplings, Saplings. Kann weg. Den schon mal später. Was ist das hier? Die Algen. Wozu auch immer wir die jetzt wieder brauchten. Zimt kann auch weg. Kürbis kann weg. Kann weg. Ist mehr als genug. Das muss man noch irgendwo einpflanzen. Ich meine, schon jetzt 12 Millionen Plantfarmen, was die jetzt hier eigentlich so in der Masse nicht mehr brauchen. Aber es ist gut, dass wir immer dran vorbeigehen, weil. Ne? Hallo, meine lieben Hühner. Wer von euch ist in der Lage, mir etwas zu geben? Niemand. Ihr wollt auch überhaupt kommen, oder? Sechs Viecher. Oh, das geht schnell. Ich würde dringend noch mehr davon. Und jetzt werden wir mal kurz den hier spielen. Die Saplings, die wir gerade geerntet haben, fliegen jetzt erstmal ganz schnell auf den Weg. Danke. Wäre auch das geklärt. Mal was essen. Was haben wir denn da Schönes? Eine Tomate. Aber komische Dingsbums. Was hat mir der Honeycomb gebracht? Wow, nicht schlecht. Pirlpi, irgendwas, ein bisschen davon was. Das war nicht gut. Okay, klar. Ich hab's verstanden, danke. Ja, ja, gut. Danke, hör auf. Scheiße jetzt! Kann man Apfel ernten? Hab ich jetzt auch keine große Motivation zu. Weg. Weg. Können wir nicht alle weg, machen. Ich konnte jetzt weglaufen. Ja, ja, wir wissen es. Eine Apfelbombe, ne? So, bitteschön. Nee, da unten gehst du uns auf den Keks. Weg jetzt hier. So. Jetzt einmal. Weg. Einmal und weg. Einmal und weg. Einmal und weg. Ja, wir wissen es, ist gut jetzt. Einmal und weg. Ist überhaupt kein bisschen nervig hier. Einpflanzen, dann machen wir noch was. Einmal und weg. Einmal und weg. Die müssen wir gleich alle verarbeiten. Fragt mich nicht wie und warum. Wir werden es nur irgendwie tun. Ich will nur noch Silk haben. Was ich jetzt auch holen werde. Das macht genug, um noch so ein Ding. Ja, ist ja nur gut jetzt hier. Ein bisschen durchs Radioaktive gehen, damit es richtig Spaß macht. Hallo, mein kleines Flufflo. Kann ich bitte vollautomatisch ernten? Das wäre klasse. Scorch Core, Dankeschön. Jetzt erstmal das Futter hier rein, bevor ich das wieder vergesse. Zack, zack, zack. Halt, nein, nein, fresst mir bloß nicht das Superior-Zeug weg. Und jetzt kann man nämlich erstmal Zucker ernten und den Mist umwandeln. Hm, gut. Da müssen wir vielleicht herstellen. Gag. Ja, ja. Super duper Futter. Gleich das nächste Fressen, was mit ihm kommt. Insanity. Eine Minute, ich glaube ich nicht. Ich verzichte.
Hopfenwald noch. Na, irgendwo. Apropos, wenn der Modernist-Mist fertig ist, so die. Die brauche ich auch nicht in den Massen. Hier ist nämlich kein Mitwurm, so weg hier. Hier nehmen wir Tropfen, bitteschön. Läuft schon noch ein wildes Tier rum. Dann ist wieder. Und der Mist kommt eh nicht mehr raus, nimmst das hier. Den Mist können wir jetzt alles nämlich da unten reinstopfen. Zack, zack, zack. Dann immer schön irgendwas reinstopfen. Irgendwann wird es schon was erzeugen. Was auch immer. Take-all nimmt er dann auch die, wo er es eigentlich rausholen soll. Ne? Nicht so richtig intelligent. Egal, das müssen wir jetzt den ganzen Tag hier machen. Wir haben ja schließlich noch mal. Warum kann ich die Anpumpfarmen? Oh, was kommt? Aha. Venom Samples und Bugshells, okay. Ja, das könnte ich mir Schlimmeres vorstellen als Ergebnis. Die nicht. Das ist doch keine DNA. Das sehe ich doch. DNA sieht doch ganz anders aus. Oder so nicht. Ist gut, es hat jetzt genug geleuchtet. So, Mais, ja, wächst. Hier ist 6 Trocket. Das sehen wir nie. Hier sind bloß 3 und mehr wird dann draus werden. Achso, das wollten wir extract. Die Mais fällt mir gerade auf. Das nimmt sogar da noch. Da draußen tummeln sich die Viecher, wie verrückt. Warum auch immer. Du bist in der falschen Kiste drin. Aber schon mal hier sind, kannst du die extract. Du kannst. Komm, vielleicht eine mieser Chance. Oder? Du kriegst nämlich Lara. Chill. Ich löse jetzt hier. Danke, 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 danke. Oh, Eisen, wie schön. Achso, du machst noch mehr draus. Hm. No. Dann gucken wir mal kurz, ob wir damit überhaupt irgendwas anfangen können. Das lädt, mal schauen, wie weit sind wir eigentlich schon? Bei 27 Minuten schon wieder. Mahoamite. Deadly to Beast. Ja, wer hätte das gedacht? Plutonium, Magma Frame, Godly Frame, klar. Suitable Feed for Chickens. Oh, wenn das so. Ja, wenn das so ist. Gib noch ein paar davon ernten. Die auf. Ich stelle mir noch extra ein paar Honigdinger dahin, nur damit ich die Mieten, Termiten da. Da habe ich Honig. Ehrlich. Macht mir nichts aus. Kenn ich nix. Weil die Viecher fressen nämlich den anderen das Zeug weg. Was heißt, ich habe gerade nachgelesen, das ist nämlich offenbar auch eine Gefahr, dass die dann die, wenn die, die der Hühnerstall und so weiter nicht ordentlich eingedämmt ist. Dass die das Zeug damit. Gehen wir runter gucken, dann wissen wir es. Das Zeug jetzt fressen wir nicht. Und da die nächste Trough da oben ist, könnten wir Glück haben. Pennt in. Alles ist ordentlich. Ah, ein Baum ist gewachsen. So, damit es hier auch schön aussieht, kriegt ihr. Ich habe keine Ahnung. Kann ich das in der Grund nehmen? Nee, ne? Nee, gut. Aber es ist verschwunden. Nicht schlecht. Sieht zum Kotzen aus, egal. Dreadlord, aus dem können wir eigentlich ganz was anderes herstellen, egal. Und weil ich so ein netter Mensch bin, kriegt ihr jetzt Mieten. Mieten, Mieten, Mieten. Die wir wahrscheinlich mit dem Tauner alle wegfressen, ne?
da nicht gerade was von für Hühner? Nicht der bevorzugte. Ist egal. Es ist fleischliche Nahrung. Esst es oder ihr habt Pech gehabt. Mehr gibt's hier nicht. Ich werde den Rest eures Lebens jetzt davon leben. Und das irgendwann. Ist mir egal. So, jetzt habe ich also von dem Kottenzeug die Schnauze voll. Das wird auf jeden Fall auch noch ersetzt. Immer schön Anfangsproduktion zu haben, aber irgendwann reicht es noch. Die wollte ich schon lange nicht mehr sehen hier. Sieht's da rein. Da haben wir noch eine richtig spannende Folge. Weg mit dem Setzling. Der Setzling muss weg. Gut, weiter. Was habe ich denn eigentlich noch vorgehabt? Habe ich schon wieder vergessen. Egal. Kommt jetzt mit der Hopfen oder? Ah, die Setzlinge gehen dann nämlich automatisch wieder hoch, habe ich das Gefühl. Brauchen Titanium, brauchen Titanium, brauchen Trinkets Titanium. Braucht kein Mensch. Ich wollte euch nähern, ich wollte hier nur durch, aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Für das nächste Haus da drüben. Überhaupt nicht mehr, ohne Licht. Dann können wir nachhelfen. Wir brauchen Mais, wir brauchen Zucker, den Hopfen brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, aber was können wir da noch rein? Wollen wir noch mal schnell schauen, was wir noch herstellen können? Also Algen oder so als Biofuel wäre immer praktisch. Algenseed? Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, aber wir machen es trotzdem. So, Phosphor vor Ort alle auch nicht schlecht. So, und ihr kriegt jetzt die Algen da rein. Dankeschön. Dann produziert man schön Algen. Im Selbstlauf. Da, ein bisschen Tangsten, kann die schauen. Zack. Ich kann sie trocken machen, was wir wollen. Zack, zack, zack. Und hier haben wir auch noch irgendwas rein. Heiß zum Beispiel, kommt da gleich Wasser raus. Kommt das Haus auch nicht schlecht. Welt. Aber auch besser als nichts. Ach, ist das nicht schön. Immer macht mehr Anfang. Je mehr, desto besser. Wie sieht's aus bei den Hühnern? Und du musst jetzt wirklich endlich mal anfangen, Fleischjagd zu gehen. Komisch, wie ich ja, ne? Wenn die endlich mal größer werden würden, wäre das klasse. Die wollen das Portoni essen. Fressen, los! Stellt euch nicht so an. Muss ich euch eine Trophäe? Ich stelle euch eine Trophäe. Vielleicht hilft das was. Keine Ahnung. Die fressen sowieso aus beiden, genauso wie umgedreht. Da drin steht wieder irgendein Dingsbums, das kein Mensch braucht. Stoff. Das war natürlich genauso nicht gedacht. Machst du sofort die Tür wieder zu? Nee, jetzt gut. Da und jetzt hier den Trough. Gib mir das Ding hier. Los. Die Ecke und dann die Termiten da rein. So. Guck mal. Wie schön. Nein, nicht die Core Fragments. Kommt er da hoch? Kommt er dran? Ich habe keine Ahnung. Achtet halt. Da waren nicht die ersten Menschen hier. Hier wächst so viel Blödsinn.
Hintergrund können wir umbauen, das wird alles schöner gestalten, aber alles zu einem anderen Zeitpunkt. Da unten gibt es wieder Metallisk, die mich jetzt nehmen lassen. Hier gibt es Tomaten. Ich habe gesagt, dass ich das irgendwann machen muss und jetzt machen wir es. Irgendwann ist genug. Dirt Urchin Seed wollen wir nehmen. Kann gleich wieder in die Erde. Frag mich nicht warum. Es könnte ja was Tolles dran wachsen. Entschuldigung. Hätte euch ja gewarnt, aber war die Zeit zu knapp. Man muss auch mal Prioritäten setzen. Die sind definitiv nicht dabei, euch zu warnen. Sondern nicht meine Tastatur voll zu rotzen. Ja, tut mir leid, das hat Priorität. Bin ich ganz gnadenlos ehrlich. Daran wäre es. Aha. Sehr schön. Das Take All, dann das da. Hopfen auf der Alm irgendwo rein. Das ist Hops. So rum. Okay, was müssen wir herstellen von den Hopfen und Dingsbums? Na, das Material noch nicht, ist mir egal. Wir werden das rausfinden. Können wir das noch gar nicht? Jetzt aber ein bisschen doof. Tatsache. Einmal nachschauen. Die ist echt doof. Na gut, wir können es halt anbauen, ne? Aber ich glaube, aus dem einen wird da nichts draus werden. Das ist jetzt dann natürlich doch ein bisschen arg doof. Wenn irgendwas was dringend mal weg kann. Extract mache ich in der nächsten Folge. Beziehungsweise ich kümmere mich jetzt nebenbei parallel dazu und dann machen wir in der nächsten Folge irgendwas anderes. Bis dahin, Xenaut!